Superman für ein super Jahr. Neujahrsspringen auf Rädern. Karpfen auf Amerikanisch. Rosenfest in Pasadena. Mit all den Viechern, die für Kalifornien in der Welt herumblinzeln. God bless you all, and as I say, there just aren't words enough to express our appreciation to all of you. Thank you. Washington. Der Abschied vom Weißen Haus fällt schwer. I think the band was going to play something. And if we're I want you all to look at me very carefully. Barbara Bush präsentiert sich Stück für Stück. Please notice the hair, the makeup, designer clothes. Das erste maßgeschneiderte Kleid gibt's zum Amtsantritt. I want you to watch me all week and remember. You may never see it again. Tag der offenen Tür im Weißen Haus. George Bush als Fremdenführer. Und alle erfahren, dass er Rosenkohl hasst. Präsident intim. Spanien, Genie der Provokation, Anwalt der Verrückten. Der Meister empfiehlt sich. Die Handschrift bleibt. Unverwechselbar. Leicester. Weiter geht's nach Flugplan. Über das Wrack. Abstürze verbreiten sich wie ansteckende Krankheiten. Eine nagelneue Maschine. Ein alter Bedienungsfehler. Unsicherheit. Frankreich. Sie sind unterwegs zum inneren Frieden. Auf steter Suche nach sich selbst. Unterwegs mit einem Gemisch aus fernöstlicher Religion und europäischem Fitnesswahn. Eisheilige. Heile, heile Gänschen, es ist bald wieder gut. Das Kätzchen hat das Schwänzchen, es ist bald wieder gut. Heile, heile Mausespeck, in 100 Jahren ist... Ernst Neger verlässt uns. Ein Mensch kann doch auch 80 sein und sich des Lebens freuen. Ein Mensch kann doch auch 80 sein und sich des Lebens freuen. Willi Schneider geht auch. Er wird 80 und kümmert sich weiter um das Lachen am Rhein. Hannover, Inventur. Überall im Land wird jetzt gezählt. Überall wird gemessen
Überall wird gewogen, bis einem die Sache schließlich wieder aus der Hand rutscht. Dann geht's im alten Trott weiter ins neue Jahr. Berlin. Wahlen zum Abgeordnetenhaus. Die Republikaner kommen. Willkommen sind sie nicht. Was die Alternative Liste anbelangt, so wird die Alternative Liste sich selbst überlegen müssen, wie sie ihren Wählerwillen umsetzen will in Realität. Aber ich sage ganz klar, mit einer alternativen Liste, die weiterhin auf den Positionen beharrt, die hier auch nochmal zum Ausdruck gekommen sind, kann es keine Koalition geben im Interesse Berlins. Ich bin enttäuscht, das muss ich ausdrücklich hier sagen. Meiner Partei ist es offensichtlich nicht gelungen, die Zustimmung, die ich bei den Berlinern habe, auch umzusetzen. Wir stimmen für die Union. Aber jetzt geht es darum, dass wir in die Zukunft gucken. Doch auch bei uns schwarzen Demokraten ist Wasser in die Suppe geraten. Der Wahlsieg am Sonntag, so sicher, so schien er. Jetzt backen wir alle noch kleine Berliner. Brasilien, Raubbau im Regenwald. Für jedes Rind wird ein Hektar Wald vernichtet. Die Indianer kämpfen um ihren Lebensraum. Wir sollten kämpfen um die grüne Lunge dieser Erde. Treibhauseffekt. London. Salman Rushdie ist Moslem, aber er lebt nicht danach. Und er schreibt nicht danach, die satanischen Verse. Deshalb werden alle Moslems aufgefordert, Rushdie zu töten. Weltweit Protest und Abscheu, aber auch Angst. Afghanistan. Nach 9 Jahren beenden die Sowjets ihr kriegerisches Abenteuer. Der General kommt als Letzter. Der Sohn holt ihn heim. Held der Sowjetunion. 15.000 andere Soldaten sehen ihre Heimat nie wieder. Japan. Das Jahrhundertbegräbnis. Der Tenno ist tot. Einst mächtiger Kaiser in Uniform, dann nur noch Symbol der Einheit im schwarzen Anzug. Japan trauert. Aber alle Japaner trauern nicht. Die Mutter Courage des deutschen Theaters. Ida Ehre war so alt wie das Jahrhundert. Kosovo. Hungerstreik. Die albanische Mehrheit wehrt sich gegen die Schikanen und den Druck der serbischen Minderheit. Sie streiken und hungern für eine selbstständige Region Kosovo im Vielvölkerstaat Jugoslawien. Und dafür, dass ihre Kinder auch morgen noch Albanisch reden können. Indien. Alle 12 Jahre, wenn Sonne, Mond und Sterne richtig stehen, pilgern die Hindus nach Allahabad. Dort, wo die Flüsse Ganges und Yamuna zusammenfließen. 15 Millionen Gläubige werden erwartet. Ein Bad wäscht alle Sünden weg und ebnet den Weg ins Paradies. Die Polizei sorgt für die Badeordnung.
Boston. Barbara Harris ist die erste Frau, die in der anglikanischen Kirche zum Bischof geweiht wird. 450 Jahre lang war das Männersache. Die Bischöfe in England halten daran fest. Ihre amerikanischen Amtsbrüder sind geteilter Meinung. Und alle berufen sich auf die Bibel. Nordstrand, der Kalender geht vor. Die Nonnengänse sind schon da. Weil die Wiesen getaut sind, finden sie genug Reiseproviant. Denn nach Nordsibirien sind es noch ein paar Flugstunden. London, Valentinstag. Das Studio für persönliche Liebesgrüße. Die Videokassette verdrängt die Postkarte und den Blumenstrauß. What a surprise. Nur für ihn. Nachtprogramm zu Valentin. Venezuela, es wird geplündert. Weil das Brot und das Busfahren jetzt doppelt so teuer sind wie gestern. Wegen der Schulden im Ausland. Viele Menschen sind bitterarm. Ausnahmezustand. Alaska. Die Exxon Valdez läuft auf einen Riff. Es war Alkohol am Steuer. Ölpest. Amerika ist erschüttert. Öl bringt zwar Geld, aber es zerstört Paradiese. Kanada. Früher kamen die Jäger mit dem Knüppel. Heute kommen die Touristen mit Zärtlichkeiten. Sie können die Heuler ganz einfach nicht in Ruhe lassen. Berlin. Die Frauen, die ihm am nächsten sind. Dann macht er sich auf die Suche nach den anderen, bis schließlich mehr Frauen im Senat sind als Männer. Berliner Superquote. Moskau, historische Stunde. Der Vorhang zeigt es, zum ersten Mal kann zwischen mehreren Kandidaten gewählt werden. Es gewinnt Perestroika. Westjordanland. Zum 12. Mal Tag der Erde. Protest gegen die Siedlungs- und Besetzungspolitik Israels. Ein israelischer Siedler, ein arabischer Junge. Kleinkrieg. Wie im Brennglas. Keiner kann der großen Auseinandersetzung entrinnen. Schrecken ohne Ende. Ostern an der Nordsee. Ostern in Bayern. Paris. Eigentlich sollte er nach 20 Jahren abgerissen werden. Aber er ist immer noch 300 Meter hoch, hat 1710 Stufen. Das Alter hat ihn nicht verändert. Musik.
Afghanistan. Sie wollen zurück auf die Spur des Lebens und der Freude. Doch der Bürgerkrieg geht weiter. Ein Volk, das sich selbst umbringt. Florida. Erster Startversuch der neuen 13-Rakete vom U-Boot aus. Und dann macht sie, was sie will. Teures Feuerwerk. Warschau. Die Solidarität war 8 Jahre lang Staatsfeind Nummer 1. Aber sie hat nie aufgegeben. Aus dem bulligen Gewerkschaftler ist ein umsichtiger Politiker geworden, der es mit jedem aufnehmen kann. Am runden Tisch ist Demokratie in Sicht. Sheffield, es wird schon gespielt. Fans aus Liverpool stehen noch draußen, weil drinnen alles voll ist. Da macht die Polizei ein Tor zur Hölle auf. Der Zaun, der Randalierer abhalten soll, wird zur Todesfalle. So sieht es aus, wenn Unvermögen und Unverstand aufeinandertreffen. Die Trauer verbraucht sich, wenn rund um den Fußball nicht nachgedacht wird. Bonn. Zapfenstreich für einen Kurzstreckenminister. Kabinettsreform. Ich gebe gar nicht auf Gedanken, für ein Traumkabinett zu sprechen. Also Träume sind schon wesentlich angenehmer, jedenfalls hoffe ich. Als Kabinettsumbildung. Vielen Dank. Die CSU wird im Kabinett stärker eingebunden. Ich dachte, das ist nur für Damen. Vielen Dank. Danke. So muss sich der Regierungssprecher bisweilen auch wie ein Wetterfrosch vorkommen, der immer schönes Wetter an- oder voraussagen soll und es dann auch noch, wenn es nach dem Willen vieler geht, auch noch selbst machen sollen, selbst dann, wenn andere Blitz und Donner produzieren. Der neue Chefverkäufer ist Minister. Das war wie bei vielen originellen Sachen meine Idee. Im Atlantik, das US-Schlachtschiff Iowa. Die Katastrophe. Das Schiff ist 46 Jahre alt, die Geschütze auch. Das Dokument stammt von einem Mitglied der Besatzung. Der letzte Appell. Frankreich. Engländer und Franzosen arbeiten um die Wette. 7 Tage und Nächte in der Woche. Durchbruch. Der Kanaltunnel, das teuerste Loch Europas. Tiflis. Sie haben nur für die Unabhängigkeit der Kaukasusrepublik demonstriert und gebetet. Sondertruppen des Innenministers haben sie totgeschlagen. Die Zentrale in Moskau hat Angst. Wien. Zita, die letzte Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn, hat nie
auf ihren Titel verzichtet. Sie wird 96 Jahre alt. Ein Stück europäischer Geschichte ist zu Ende. An der Ostsee kommt der Frühling mit Brausen. Die Apfelbäume im alten Land warten diesmal nicht auf den Mai. USA. Einige Vögel sind schon da. Thank you. Berlin. In Kreuzberg ist Musike. Chaoten testen den rot-grünen Senat. Die Polizei wird zurückgehalten. Deeskalationsstrategie heißt das. Über 300 verletzte Polizisten, nur wenige Festnahmen. Sachschaden in Millionenhöhe. Aus für Wackersdorf. Die Stromwirtschaft will den Atommüll in Frankreich und England entsorgen, weil das billiger ist. Fehlplanung. Die letzte Demonstration. Bonn. Gegebene Stimmen 1022. Gültige Stimmen wurden abgegeben 1019. Es wurden abgegeben für Herrn Dr. Richard von Weizsäcker 881 Stimmen. Er bleibt der Präsident für alle. Die Republik feiert 40 Jahre Grundgesetz. Wir haben eine gute Verfassung. Aber es wäre doch eine oberflächliche Feierlichkeit, ohne die ernste Frage anzufügen, sind wir in einer guten Verfassung? Die Lorelei. Ein Amerikaner auf dem Rhein. Da bleibt den deutschen Winzern schier das Herz stehen. Moskau, Wahl des Staatspräsidenten. Einziger Kandidat, Gorbatschow. Der Volksdeputierte Sacharow will vor der Wahl wissen, wohin die Reise geht. Das passt dem Sitzungspräsidenten Gorbatschow nicht in den Kram. Kongressregie. Die Redezeit wird eingeschränkt. Die Teilung der Gewalten fehlt noch. An der Grenze nach Österreich. Das erste Loch im eisernen Vorhang. Die mutigen und selbstbewussten Ungarn machen den Anfang. Trotz aller Bedenken im Ostblock.
Peking. Die Studenten wollen die versprochenen Reformen. Sie streiken gegen Korruption und steigende Preise. Sie fordern Menschenrechte, Pressefreiheit und den Dialog mit den Mächtigen. Der Platz des himmlischen Friedens. Das Hauptquartier. Sie hungern, um zu überzeugen. Sie hoffen auf Gorbatschow, aber der Besuch aus Moskau wird am Aufruhr vorbeigeführt. Die Welt nimmt Anteil. Das Regime bleibt kalt. Erstes Signal der Gewalt. Angst um die Macht, weil sich immer mehr den Studenten anschließen. Arbeiter, Bauern, Journalisten, Wissenschaftler. Niemand kann die Haltung der Armee richtig einschätzen. Ein Wall von Leibern und eine Flut von Argumenten sollen die Soldaten aufhalten und einnehmen. Rührende Gesten. Und Unbekümmerte auch. Peking, Schießbefehl. Panzer. Statt Reform. Da greifen Ohnmacht und Hass um sich. Bajonette gegen Ideen. Der Mut der Verzweiflung. Wir wollten Frieden, sie haben auf uns geschossen. Nur noch Verzweiflung. Teheran. Ayatollah Khomeini, Schöpfer der Islamischen Republik, stirbt mit 88 Jahren. Die Menge rast vor Trauer. Die Zeremonie bricht zusammen. Schmerz wird zur Ekstase. Nur mit dem Hubschrauber kann der Sarg zum Grab gebracht werden. In seinem Testament verflucht Khomeini alle, die er schon zu Lebzeiten verflucht hat. Bonn. Blumen gefällig? Angebot angenommen. Gute Stimmung, gute Gespräche, gute Verträge. Und man hat wieder einen zum Rufen. Gorbi Mani, sagen die Nachbarn. Vor Spitzbergen mit Vollgas ins Packeis. Besatzung und Passagiere der Maxim Gorki sind nach dem Abenteuer wohlauf. Es ist die klassische Sommerkreuzfahrt. Auf der Ostsee. Greenpeace ist unterwegs. Die Patrouille vermutet Atomwaffen an Bord des Amerikaners.
Zur anderen großen Adresse. Greenpeace ist ein ausgewogenes Unternehmen. Der Russe bekommt das Etikett radioaktiv. Auch wenn er es gar nicht haben will. München. 200 Jahre englischer Garten. Der Volkspark ist größer als der Central Park in New York und viel größer als der Hyde Park in London. Des Münchners ganzen Lebenslauf begleitet er von Jugend auf. An der Adria, der Algenteppich, das Meer ist krank. Die Touristen sind weg. Die Italiener begreifen langsam, dass Umweltschutz sein muss. San Diego. Nachwuchs bei Familie Schwertwahl. Der Schwertwahl heißt auch Killerwahl, weil er der einzige ist, der andere Wale angreift. Mutter und Kind wohlauf. Peking, das Massaker ist vorbei, der Funke ist ausgetreten. Die Armee feiert Jubiläum. Grausame Fassade. Moskau, Andrei Gromyko ist tot. Er war 30 Jahre Außenminister, 2 Jahre Staatsoberhaupt. An der Kremlmauer ist kein Platz für ihn. Er starb zu spät. Libanon. Der amerikanische Oberst Hickens muss die unsinnige Botschaft seiner Entführer verlesen. Es nutzt ihm nichts. Die schiitischen Mörder kennen kein Recht und keine Gnade. Hongkong. Anflug auf den gefährlichsten Flughafen der Welt. Die Rollbahn ist nicht frei. Ganze 2 Sekunden fehlen zur Katastrophe. Beinahe Zusammenstoß. Athen, die Hochzeit, die in ein verwirrtes Land passt. Der alte Hasardeur und die ehrgeizige Schöne. Griechische Sage der Neuzeit. Der Schlussakkord. Musik.
Trauer um Herbert von Karajan. Ein sehr alter Mann. Sie können sagen, der Tod, der wird Sie doch nicht mehr schrecken, der sitzt Ihnen doch schon im Nacken. Morgens, wenn Sie aufwachen, abends, wenn Sie schlafen gehen, so nah ist er. Ich will mal was sagen, mein Tod, mein eigener Tod, der ist mir gleichgültig. Aber einen Menschen verlieren, den man nicht entbehren kann, das ist das Schlimmste. Der wahre Tod ist der, den man miterlebt. Seine letzte Rolle, Karl-Heinz Schroth. Paris, 200 Jahre französische Revolution. Der Rest der Welt gratuliert der großen Nation mit einer pompösen Parade auf den Champs-Élysées. Australien, Kabinenspringen, Sightseeing am Gummiseil. Der Tourismus steht Kopf. Beirut. Die Christen gegen die Syrer. Wieder mal eine entscheidende Schlacht. Wie seit 14 Jahren. Unvorstellbar, dass man in dieser Stadt noch leben kann. Wenn es ganz schlimm wird, verlassen Sie Ihre Häuser. Bei der nächsten Feuerpause kommen Sie wieder. Schreckliche Gewöhnung. Tallinn, 50 Jahre Hitler-Stalin-Pakt. Gedenken und Protest. Gegen 50 Jahre russische Vorherrschaft im Baltikum. Sie wollen das Recht auf Selbstbestimmung im gemeinsamen europäischen Haus. Hunderttausende, 600 Kilometer lang, von Estland über Lettland bis nach Litauen. Korsika, schlimmer als sonst. Diesmal sollen Hirten das Feuer gelegt haben, damit ihre Ziegen im Frühjahr fetteres Gras finden. Ostsee. Heftiger als sonst. Die Sturmwarnung der Wetterwarte ist angeblich zu spät gekommen. Kolumbien, so wohnen die Drogenbarone. Luxus auf der Basis von Armut und Sucht. Der Staat ist ohnmächtig. Wenn ein Drahtzieher im Gefängnis sitzt, dann lässt er draußen morden. Politiker, Richter, Polizisten, Journalisten. Wer nicht mitmacht, muss sterben.
Drogenkrieg. Sopron, an der österreichisch-ungarischen Grenze. Die Europa-Union lädt ein zur Kundgebung. So können DDR-Flüchtlinge zum ersten Mal frei und unbehelligt in den Westen gehen. Gott sei Dank. Ungarn hat bei uns sehr herzlich aufgenommen. Die Ungarn sind wunderbare Menschen. Wunderbare Menschen, kann ich nur sagen. Es ist Wahnsinn, wir haben es geschafft. Alle wach, alle wach, alle wach, alle hier! Zwischen gestern und morgen. Prozession der Hoffnung. Vertrauen in die Zukunft. Das Amtsdeutsch hat für Sie nur das dürre Wort Übersiedler bereit. Es sind Freiheitskämpfer auf Ihre Art. Kambodscha. Die Besatzer aus Vietnam verlassen nach 11 Jahren das Land. Sie kamen, um das mörderische Regime der Roten Khmer zu zerschlagen. Auch jetzt wieder droht Kambodscha Chaos und Bürgerkrieg. Und das arme Vietnam hat für seine Heimkehrer kein Bauernland und keine Arbeitsplätze. Krisenregion. Bremen, CDU-Parteitag. Der Neue und der Alte. Wir haben gemeinsam große Erfolge erlitten, Erfolge erzielt und Niederlagen erlitten. Das erste waren die Erfolge, das letzte waren die Niederlagen. So ist das. Jetzt wollen wir es wieder ändern. Trennung. Disziplin muss sein. Kritik tut gut. Wenn wir die Mehrheit gewinnen wollen, dann dürfen wir große Medien nicht ausschließen oder gar bekämpfen. Zumindest erschweren wir uns dann die Arbeit. Richtig ist nämlich die amerikanische Journalistenweisheit, es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten. Das Oktoberfest auf Abwägen. Südafrika. Der neue Mann heißt Frederik de Klerk. Er genehmigt gemischte Demonstrationen und kündigt Reformen an. Er will mit allen verhandeln, aber er muss sich anhören, dass die Tage der weißen Vorherrschaft gezählt sind. Frederick Willem de Klerk will be the last white president of the Republic of South Africa. South Carolina. Der Wirbelsturm Hugo peitscht mit 220 Kilometern in der Stunde das Meer und das Land. Vorwarnung und gesetzlich vorgeschriebene Evakuierung retten Menschenleben. Das amerikanische Rote Kreuz ruft zu seiner größten Spendenaktion auf. Brennerpass. Nichts geht mehr. Die Italiener protestieren gegen Verkehrsbeschränkung und Nachtfahrverbot aus Wien. Nervenlähmung Nord-Süd. Frankfurt, unterwegs zur Automobilausstellung. Wer Autos sehen will, muss es hier tun. In den Hallen trifft er höchstens auf die Leute, die er schon im Stau gesehen hat. PS-Fieber. Süddeutschland. Herbstanfang. Manche Autofahrer stellen sich an, als sei dies der erste Herbst seit Führerschein. Miserabel.
Prag. Am Scheideweg. Mein Engel, wir sehen uns bald. Oh. Wie hatte ich nämlich heute? Pass auf, hier links bei hier rauf. Links bei hier. Das linke, das ist das rechte. Im Garten der Botschaft ist Aussicht auf ein besseres Leben. Vielleicht. Warten ist schwer. Ungewissheit ist hier unerträglich. Das Deutsche Rote Kreuz tut, was es kann. Tut doch irgendwas, mein Gott, tut doch was. Das sind doch unhaltbare Zustände da oben. Der Botschafter und sein Personal opfern sich auf. Bis dann die große Stunde schlägt. Ich habe dort drüben gesagt, dass für mich die bewegendste Stunde meiner politischen Arbeit. Hof in Bayern. Der Zug aus Prag hat Einfahrt. Eine lange Reise von Deutschland nach Deutschland. Vor der deutschen Botschaft. Sie lassen sich nicht aufhalten. Was einmal gut ging, soll wieder gut gehen. Was muss das für ein Staat sein, vor dem man so die Flucht ergreift? Ost-Berlin. Können Sie uns davon verlassen? Die Totgesagten leben lange. Hey, Herr Honecker, wie fühlen Sie sich denn heute Morgen? Na, aus der Zeit, der solchen Gäste. Ich fühle mich wie ein Berliner, Eule. 40 Jahre DDR. Er hat schon in Moskau gesagt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Er sagt es in Berlin noch einmal. Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Honecker versteht nicht. Er ergötzt sich an den Fackeln der FDJ-Jubler. Die anderen Lichter, die überall im Land brennen, nimmt er nicht wahr. Leipzig, Jubiläumsparade der Staatssicherheit. Honecker lässt noch einmal prügeln. Dann melden ihn die Genossen krank. Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und die Fraktion der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Ost-Berlin, Volkskammer. Rette sich, wer kann. Der Notnagel wird eingeschlagen. Den Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, Genossen Egon Krenz, zum Vorsitzenden des Staatsrates zu wählen. Ich bitte die Abgeordneten der Volkskammer, die dem unterbreiteten Vorschlag ihre Zustimmung geben wollen, um das Handzeichen. Dankeschön. Gibt es hier Gegenstimmen? ABC-Schützen in Sachen Demokratie.
Erster Schultag. Zählt mal mit hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich zähle 22. Zählt ihr was anderes? 26. 26. Ich wollte das Ergebnis nicht verfälschen. Knosse Egon Krenz ist mit großer Stimmenmehrheit zum Vorsitzenden des Staatsrats der Deutschen Demokratischen Republik gewählt worden. Der Wendehals. Die Wendehälse. Als ob nichts gewesen wäre. Als Weibersommer. Berg und Tal sind verzaubert. Paris. Die Wettervorhersage vom Laufsteg. Der Sommer 1990 wird heiß bis schwül. Es soll aber auch noch Kleider geben. Südafrika. Walter Sisulu. Er wird nach 26 Jahren aus dem Zuchthaus entlassen. We cannot wait on the government to make changes at its own pace. Ungebrochen ruft er zum Kampf gegen die Regierung auf. San Francisco, die Erde bebt. Erwartet und doch überraschend. Auf der Brücke ist wenig Verkehr, weil ein Baseballspiel viele Menschen wegzieht. Es ist noch nicht das Große, the big one, sagen sie. Kalifornien richtet sich ein auf unruhigem Grund. Düsseldorf, Donnerstagabend. Die Gewerkschaft ist dagegen. Der Handel zeigt sich spendabel. Ach so, deswegen ist er. Dankeschön. Der Kunde ist König. Dienstleistungsabend, erster Gehversuch. It's a beautiful day here. It's warmed up a bit. I guess it's about 78 or 80 degrees out. Cap Canaveral. Die Raumfähre ist auf Sendung. Sie hat die Jupiter-Sonde Galileo an Bord. We're now getting an excellent view of the Cape Canaveral Kennedy Space Center area. 4 Milliarden Kilometer muss Galileo zurücklegen. Das wird 6 Jahre dauern. And it's a pretty big operation. They're pretty big magazines. Okay, we can't. Von jetzt an gerechnet. And you can see the ploy now. Yeah, that's a nice, pretty picture, Franklin. Thank you. Rom. Der erste nicht-kommunistische Ministerpräsident von Polen macht seine erste Auslandsreise. Zum Landsmann im Vatikan. Zwei Polen, eine Madonna. Budapest. Gedenken an die Opfer des Volksaufstandes von 1956. Trauer und Triumph an einem Tag. Die Freie Republik Ungarn wird ausgerufen. Ungarn geht seinen eigenen Weg. Nie wieder Kommunismus.
Prag. Die Betonköpfe von Partei und Regierung klammern sich an die Macht. Aber das Volk spürt den Aufwind im Osten. Berlin. Nach 28 Jahren. Herbeigesehnt und nicht erwartet, die Grenze ist offen. Wir wollen bloß mal gucken, ja. Nur einmal rübergehen, bloß mal gucken. Weiter nicht. Ich habe erlebt, wie die Mauer gebaut worden ist. Und wir sehen, wie sie wieder abkommt. Entschuldigung. Gib doch mal einen größeren Hammer her. Wollen wir nicht noch einen? Wer jetzt schläft, der ist tot. Bonn. Spontan markiert der Bundestag die Stunde. Ungeheuerlich. Man kann wieder von Berlin nach Berlin gehen. Das ist endlich unsere Stunde. Die Stunde der Freiheit. Einfach bloß erstmal über den Kuhdamm. Einfach bloß erstmal gucken und dann wieder zurück. Wer die ganze Stadt nie erlebt hat, der feiert Ausgelassener. Potsdamer Platz. Einst Mittelpunkt, dann Einöde. Der Irrsinn hängt am Galgen. Morgen, Herr. Können Sie mal ein bisschen rausgehen? Na, haben Sie alles gut überstanden? Ja, moin. Hast du ruhig die Handschuhe an? Gestern war hier ein Vorschlag. Nachschauen, ob es auch wirklich wahr ist. Ost-Berlin, Volkskammer. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Eine Gegenstimme. Hans Motrow aus Dresden, den Sie den Reformer nennen, wird Ministerpräsident. Äthiopien, das ärmste Land dieser Erde. Die Hungersnot ist genauso alt wie der Bürgerkrieg. 28 Jahre. Die dritte Welt fürchtet, vergessen zu werden. Gebt einander das Zeichen des Friedens. Kreisau in Polen. Aussöhnung und neuer Anfang. In einem neuen Europa. Prag. Das Ende der stalinistischen Ära wird eingeläutet. Nach 20 Jahren Winter wieder Prager Frühling. Der Wenzelsplatz ist zu klein geworden. Volksbewegung. New York, wir müssen Abschied nehmen von einem gottbegnadeten Musiker. Thank you.
Wladimir Horowitz. Andalusien, 4 Wochen Sintflut, zum 40. Mal in diesem Jahrhundert. Mainz-Lerchenberg, der Kalender geht nach, Novembersommer. Bad Homburg, Mordanschlag. Alfred Herrhausen ist tot. Die Besessenen von der RAF töten um des Tötens willen. Frankfurt, Nachruf für Alfred Herrhausen, ein Freund. Es liegt in der Natur des Menschen, dass er um seiner Zeitlichkeit willen keinen Anspruch darauf hat, selber ernten zu dürfen, was er gesät hat. So wie er sich ja auch nicht nur sich selbst verdankt, sondern eben immer auch anderen. Er hat darum gewusst, wie er auch immer um die physische Gefährdung seines Lebens wusste. Aber er fing dies alles auf mit der Überzeugung und mit dem Satz: Wir sind stets in Gottes Hand. Malta, alles nur kein Gipfelwetter. Zum Glück war der amerikanische Präsident bei der Marine. Die Maxim Gorki ist im Hafen festgezurrt für eine Premiere. I am convinced that a cooperative US-Soviet relationship can indeed make the future safer and brighter. Die erste gemeinsame Pressekonferenz. 2 in einem Boot. That improvement in the US-Soviet relationship will not help to ameliorate. Berlin, Kontrollratsgebäude. Die Siegermächte von 1945 zeigen Flagge. Zum ersten Mal seit 1971. Mitten in der Euphorie ein Signal der komplizierten Wirklichkeit der Stadt. Ost-Berlin, seine neue Position, Sperrsitz hinten Mitte. Sonderparteitag. Der Letzte wird der Erste. Gregor Gysi soll die ramponierte SED retten. Mit dem Gerät, das bei den Kommunisten in Partei und Staat jahrelang Mangelware war. Galgenhumor. Leipzig. Demo wie jeden Montag. Die demokratische Revolution geht weiter. Berlin, Parteitag. Die Sozialdemokraten gehen auf Deutschland politischen Kurs. Die eine Sicht. Noch so große Schuld einer Nation kann nicht durch eine zeitlos verordnete Spaltung getilgt werden. Die andere Sicht. Entscheidend für mich ist, wie es dem anderen, wie es dem Mitmenschen geht. Und gefragt nach der deutschen Einheit, habe ich immer gesagt, entscheidend für mich ist, wenn es meinen Freunden in Leipzig, in Dresden und überall in der DDR genauso geht wie uns oder meinen Freunden in Wien. Das ist das entscheidende Projekt der Zukunft, Genossinnen und Genossen. Dresden in schwieriger Mission. Liebe Freunde, und wir wissen, und lassen Sie mich das auch hier in diese Begeisterung, die mich so erfreut, hineinsagen, wie schwierig dieser Weg in die Zukunft ist. Aber ich rufe Ihnen auch zu, gemeinsam werden wir diesen Weg in die deutsche Zukunft schaffen. Bukarest.
Zwischentöne. Da bleibt ihm die Lüge im Hals stecken. Die Bürger in Uniform und Zivil jagen die Schergen der Staatspolizei. Volksaufstand. Die Diktatur am Abgrund. Letzte Station. Das Tribunal mischt Gerechtigkeit mit Hass und Furcht und Rache. Ein Volk feiert seine Freiheit. Aber der Jubel hat Schatten und Tränen. Berlin. Die Nachricht des Jahres ist 1989 Jahre alt. Und Frieden den Menschen auf Erden, die guten Willens sind.